Hier in Sierra Gorda kreuzen sich die Schienen mit der Straße, die von Antofagasta bis zur argentinischen Grenze führt. Ein kleiner, aber wichtiger Knotenpunkt in der Weitläufigkeit der Wüste. Unterwegs in Richtung San Pedro de Atacama. Das auf 2.500 Metern an einer alten Inka-Straße gelegene Oasendorf ist zugleich Mittel- und Ausgangspunkt für Exkursionen in die Hochebenen der Atacama-Region. Valle de la Luna, das Tal des Mondes, in dem sich die Natur eine bizarre Landschaft schuf. Assoziationen zu fernen Trabanten wie Mars oder Mond werden wach. Das empfand sogar die NASA, die hier ihre außerterrestrischen Fahrzeuge getestet haben soll. Das Tal war vor Urzeiten ein See, dessen Boden durch seismische Erschütterungen hochgedrückt und aufgefaltet wurde. Wind und Wetter schufen dann eine fantastische Skulpturenwelt aus Türmen und Figuren, die je nach Sonnenstand ihre Farbe und Form vervollkommnen. Besonders bei Vollmond versammeln sich hier gerne Esoteriker und Anhänger spiritueller Rituale aus allen Ecken der Welt. Denn dem Tal des Mondes werden magische Kräfte nachgesagt.